Hallo meine Lieben, heute habe ich den gewünschten Ländernhall für euch und ja, wer mir auf Instagram und so folgt, der weiß, ich war in London und habe einiges gekauft. Leider konnte ich nicht so schön shoppen, wie ich es mir gewünscht hatte, weil es gab ein Problem mit meiner Kreditkarte. Meine Sparkassenvertreterin hat da leider ein bisschen Bockmist gebaut. Dennoch konnte ich dann noch so ein bisschen was kaufen. Und ja, das wollte ich euch jetzt gerne zeigen, weil da angefragt worden ist. Wer mein Instagram-Bild gesehen hat, es kommt jetzt nichts von M&M's, weil da hat mein Freund eingekauft. Die hatte ich gleich mit auf das Bild gepackt, die Sachen. Und die Souvenirs, die ich gekauft habe, die habe ich jetzt auch schon an die Beglückten weitergegeben. Und deswegen zeige ich euch jetzt nur eins. Das zeige ich euch gleich am Anfang, weil das werde ich erst zu Weihnachten verschenken. Und zwar habe ich für meinen Bruder eine London-Mütze gekauft. Und die war ziemlich teuer. Also die hat 25 Pfund gekostet, was umgerechnet so zwischen 30 Euro und 32 Euro liegt. Also es ist doch ganz schön viel Geld für so ein Käppi. Aber es ist halt so ein richtiges, originales Skater-Base-Cap oder wie man da auch immer dazu sagt. Dann war ich bei The Body Shop. Und die hatten was, das gibt es hier bei uns in Deutschland noch nicht. Das kommt erst jetzt in den nächsten Wochen raus. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr es seht, wenn ihr einen Bodyshop in der Nähe habt, dann ja, guckt das auf jeden Fall an. Und zwar gab es das so ein Set Bodybutter und einen Body Scrub, ist das glaube ich. Body Polish. Und zwar diese Bodybutter riecht so genial lecker nach Apfel. Also es ist unglaublich, die riecht sowas von lecker. Ich habe mich doch damit eingeschmiert an den Armen und ich war so wham, weggeflasht. Also die ist so richtig, die ist richtig krass. Und die hat eigentlich 13 Pfund gekostet und das Body Scrub 10 Pfund. Und es gab aber so ein Kombi-Angebot, Scrub und Body Butter für 16 Pfund. Also 20, 21, 22 Euro, sowas in der Drehe. Also ich weiß nicht, ob es diese Sets bei uns bei der Body Shop auch so gibt und ob die da auch so kosten oder ob die teurer sind. Ich meine, dass die da teurer sind, weil die Body Butter bei uns ja schon 16 Euro kosten. Also glaube ich, dass das ein ganzes Stückchen teurer sein wird. Dennoch finde ich, es lohnt sich und es riecht wirklich atemberaubend lecker. Was ich ein bisschen schade fand, man hat leider kein Pröbchen gekriegt. Bei uns im Body Shop kriegt man ja immer noch ein bisschen was zum Probieren. Das war hier leider nicht der Fall. Und man musste sogar die Plastiktüte bezahlen. Also das fand ich auch ein bisschen mies. Dann war ich bei Victoria's Secret und da wollte ich eigentlich mich wieder mit Bodyspray und so eindecken, aber da war halt schon das Problem mit dem Geld. Ich habe dann abgewogen, was mir wichtiger ist. Ich habe mir lieber zwei BHs gekauft, weil ich liebe die einfach von Victoria's Secret. Ich hatte ja schon mal einen aus LA und der ist mir leider in der Waschmaschine kaputt gegangen. Da war ich sehr traurig. Dann hatte ich mir mal einen auf Kleiderkreisel getauscht. Der hat mir leider nicht richtig gepasst und deswegen war ich jetzt so froh, dass ich nochmal die Möglichkeit hatte, mir welche zu kaufen. Und deswegen habe ich da jetzt auf diese Bodypflegeprodukte von Victoria's Secret verzichtet. Vielleicht bestelle ich die mir mal oder guck mal bei Kleiderkreisel oder so. Ja, also zuerst habe ich mir diesen hier gekauft. Und die sind alle aus der aktuellen Kollektion. Also wenn ihr da Interesse habt, müsst ihr mal online gucken. Ich weiß, die gibt es online. Also da ist halt weiß-schwarz gestreift und ich liebe, dass das da hier so schön weich ist. Das ist hier so richtig schön verdeckt genäht und das habe ich bis jetzt nur bei Victoria's Secret so gehabt und ich finde es einfach grandios und hier vorne mit dieser süßen Spitze. Und ja, ich mag den jetzt schon total und ich habe aber dafür ein Vermögen hingelegt. Er hat 48 Pfund gekostet, was umgerechnet 60 Euro sind. Also der hat echt eine Menge Holz gekostet und der andere war sogar noch ein bisschen teurer. Das ist einer in so einem schönen Flieder-Lila mit so einer Glitzer-Applikation hier vorn und der ist aus so einem ganz weichen Schaumstoff, was manchmal in den Kissen auch drin ist. Und dann hat er hier so eine Spitze, die so grün-orange-perlmuttfarben schimmert, was ich auch total schön finde. Und ja, der hat 49,50 Pfund gekostet. Und ja, also wirklich keine Schnäppchen. Also ich habe an die 100 Pfund bei Victoria's Secret bezahlt. Und ja, im Vergleich zu LA war ich schon ganz schön geschockt, die Preise, was es dort so ist. In LA hatte ich 5 Produkte für 25 Dollar, was umgerechnet 20 Euro ungefähr sind. Und hier bei Victoria's Secret in London hatte ich jetzt, gab es das Angebot mit 5 Produkten für 30 Pfund. Und das war umgerechnet 35 Euro. Also ja,
hätte man bei Victoria's Secret in L.A. noch ein Produkt weiteres kaufen können, ein weiteres Produkt. Aber naja, es war mir wert. Ich bin jetzt leider ein bisschen trotzdem traurig, dass ich halt, wie gesagt, nicht diesen... Ich hatte mir den Body Spray von Pure Seduction rausgesucht, weil ich die Body Butter so liebe. Und noch zwei andere Body Sprays und ein Parfum und so. Aber naja, es hat nicht sollen sein. Ich musste mich entscheiden. Und deswegen habe ich dann darauf verzichtet. Dafür habe ich einen riesen, mega, big, super Kosmetik-Einkauf von Boots. Also ich glaube, ich war 3-4 Mal bei Boots oder so oder noch öfter. Ich weiß schon gar nicht mehr. Und da habe ich richtig zugeschlagen, weil die hatten ganz oft das Angebot 3 für 2 und das hat mich wie so eine Fliege zum Licht gezogen. Also einmal habe ich zuerst mitgenommen, Batiste Trockenshampoo, da gab es leider dieses Angebot nicht, da hätte ich das super gerne genutzt. Das kam verhältnismäßig genauso wie bei uns, also 2,99 ist ungefähr wie bei uns die 3,99 €. Deswegen habe ich jetzt nur eins mitgenommen und zwar eine Sorte, die es bei uns nicht gibt und da ist so ein schöner Pfau von drauf. Oriental heißt das. Pretty and Opulent. Und ja, das war wie scheinbar so eine Limited Edition, glaube ich, irgendwie. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann habe ich das hochgehypte und in jedem London Hall sichtbare Micelle Cleansing Water von Garnier mitgenommen. In der 400 ml Flasche. Das soll ja so ein Dupe sein, so einem berühmten Gesichtswasser. Ja, also ist für Face, Eyes, Lips und ohne Parfüm. Es hat 4,99 € gekostet, war dementsprechend auch ziemlich teuer. Aber ich wollte es gerne mal ausprobieren. Dann habe ich mir von Soap & Glory einiges mitgenommen, aber es kommt jetzt ein bisschen durcheinander. Und zwar habe ich zweimal so ein Body Buff mitgenommen. Scrub M and Leaving M. Und ich weiß, dass es das bei uns nicht gibt. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ich habe immer so geguckt, dass ich von den Soap & Glory Sachen möglichst die Dinge kaufe, die es jetzt nicht so bei uns zur Verfügung gibt. Darum habe ich diese beiden Sachen mal mitgenommen. Also es ist das gleiche Produkt, aber ich fand es so vom Geruch her und vom ersten Eindruck super interessant. Das ist jetzt alles ein bisschen verwurstelt halt durch die Reise. Es lag halt jetzt im Beutel. Und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Das andere sieht noch ordentlich aus. Also da seht ihr es. Und ja, da bin ich mal echt gespannt. Das werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich von Soap & Glory das Mist You Medley Body Spray mitgenommen. Ich habe schon so ein Body Spray von Soap & Glory. Das mag ich sehr gerne. Das ist das Weiße. Und ich habe mir jetzt mal noch das Rosane mitgenommen. Es gab auch so eine Dreierpackung da. Aber ja, ich habe ganz viel Body Spray und deswegen habe ich jetzt erstmal nur den einen mitgenommen. Der kam, glaube ich, 3 Pfund. Und das hier jeweils 2,50 €. Also wie gesagt, es gab dieses Angebot bei Soap & Glory mit 3 für 2. Dann habe ich noch ein Produkt von Soap & Glory gekauft, das ich bei uns auch noch nie gesehen habe. Das nennt sich Endless Glow. Und das ist eine Maske und eine Handcreme, eine Handmaske. Moisturizing Mask and Hand Cream. Also das habe ich bei uns noch nie gesehen, 2 in 1. Also Maske und Handcreme in einem. Und da war ich echt sehr angesprochen und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich glaube, es kam auch 2,55 €. Guck mal, ob ich jetzt gleich die anderen Soap & Glory Sachen noch finde. Ach, noch nicht. Und zwar habe ich noch zweimal das absolut berühmte und nicht bei uns in Deutschland erhältliche Handmade mitgenommen, also dieses Handcleansing-Gel. Das würde ich gerne mal vergleichen. Ich habe zurzeit so eins von Rossmann, so ein Handcleansing-Gel. Und da wollte ich gerne mal das von Soap & Glory damit vergleichen. Und mal gucken, wie die so sind. Also von dem habe ich nur Gutes gehört und deswegen habe ich es mir auch gleich zweimal mitgenommen. Und gekostet hat es 2,50 €. Dann habe ich mir ein paar Sachen von Sleek gekauft. Sorry für das Geraschel, aber ich muss ein bisschen suchen. Und zwar einmal die beiden neuen Paletten. Die hatte ich auf meiner Weihnachtswunschliste. Das kann ich jetzt abhaken. Und zwar einmal ist das die Palette Dancing Till Dust 027. Dancing Till Dust. Sorry. Also Eyes and Cheek. Die sind ein bisschen kleiner als die herkömmlichen Sleek-Paletten. Da wollte ich mir eigentlich gerne noch eine kaufen von den neueren, aber es gab nur die Standard-Paletten und die habe ich ja schon alle von Sleek. Darum ist es diese geworden. Also die schaut jetzt so aus. Die hat halt zwei Blushes. Ich muss mal die Pinselchen rausschütten. Die hat zwei Blushes hier und hier und 4 Lidschatten, die man aber wahrscheinlich, also diese Blushes könnte man jetzt theoretisch auch als Lidschatten benutzen, deswegen ist es eine Eyes and Cheek Palette.
Und ja, also die hat mir sehr gefallen. Auch für unterwegs ist die wirklich sehr schön und deswegen wollte ich die gerne haben. Die hat 9 Pfund gekostet, 9 Pfund 99. Also ungefähr 11, 12 Euro, wie sie auch bei uns kostet, wenn ihr sie online bestellt. Und die zweite, das ist die 0820 See You at Midnight. Die gefällt mir auch gut, die ist ein bisschen farbiger. Die schaut so aus. Habt ihr, wie gesagt, wieder die zwei Blasche hier. Sorry. Die ich sehr schön finde. Und hier sind die Farben halt ein bisschen kräftiger, dunkler. Und ja, also wirklich sehr, sehr schön. Und die Pigmentierung bei Sleek ist ja wirklich auch immer top. Und da kann man definitiv nichts sagen. Was ich jetzt hier mal cool finde, die gehen mit Magnetverschluss zu. Das ist für Sleek eigentlich nicht so üblich. Die benutzen immer andere Verschlussmethoden. Dann habe ich mir einen Blush by Three gekauft und zwar in der Farbe Lace 367. Den habe ich im Flughafen gekauft bei Boots, also im Travel Free Bereich. Kam aber trotzdem 10 Euro, also 10 Euro nicht, 9,95 Pfund. Und schaut so aus. Den hatte ich auch auf meiner Weihnachtswunschliste. Besonders gefallen mir diese beiden äußeren Farben und ja, darum wollte ich das unbedingt haben. Und jetzt ist es in meinem Besitz und ich bin super glücklich. Ebenfalls wie der Sleek Blush Rose Gold. Den werde ich jetzt hier gleich mal auspacken. In der 926. Den ich auch schon ewig lang haben wollte. Und jetzt endlich ist er mein. Ich bin happy. Der kam 4,49 Pfund. Dann habe ich mitgenommen von Barry M. 3 Nagellacke, weil da gab es auch eine Aktion. Wenn man für 7 Pfund bei Barry M was einkauft, kriegt man eine Mascara geschenkt. Und ja, bei Barry M haben mir die Nagellacke wirklich sehr gefallen. Da habe ich hier einmal so ein Rot-Gold mitgenommen in der Farbe Poppy 434 aus dieser Silk-Reihe. Ich hoffe, mit dem Licht geht es jetzt noch. Die Sonne geht nämlich schon wieder unter. Das ist die 361 Ruby Slippers. Das ist so ein glitzernder Rotton. Und der letzte ist Person 434 und das ist ein lila Gold. Das ist sehr cool changiert. Das hat mir auch gefallen. Das ist aus dieser Aquarium Collection. Und die haben jeweils 3,99 Pfund und 2,99 Pfund gekostet. Und dazu habe ich dann diese Mascara bekommen. Die hat, ich glaube, 6,99 Pfund gekostet. Das ist die Extra Long Things Black Mascara Showgirl. Extra Long Things Black Mascara. Also die hat so ein Gummibürstchen. Die ist jetzt noch zu gespeist. Das lasse ich jetzt auch noch zu. Weil ich hier noch nicht weiß, ob ich die vielleicht mal verkaufe oder verschenke. Oder was weiß ich, verlose vielleicht. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal zu. Dann habe ich mir, wie sollte es anders sein, 3 Lip Butters gekauft bei Revlon. Da gab es auch das Angebot 3 für 2 und ich wollte die ja schon so lange auch mal ausprobieren und deswegen. Es gab nicht so viel Farbauswahl. Ich glaube, es gab 5 Farben oder so. Und ich habe jetzt die Farbe 025 Peach Parfait mitgenommen. Das ist so ein peachiger, schöner Ton und ganz ähnlicher Farbton ist die 080 Strawberry Shortcake, aber ist halt ein bisschen pinkiger, aber so ein ganz heller Rosaton, so ein bisschen alltagstauglicher. Und dann noch eine schöne Flächifarbe, die 053 Sorbet. Also 3 wunderschöne Farben. Der Rotton, den es noch gab, hat mir nicht so gefallen und der andere Ton war mir zu bräunlich. Und ach ja, es gab 6 Farben. Einer war noch extrem orange, also das waren die anderen waren nicht so mein Ding, aber diese 3 finde ich perfekt. Und ja. Entschuldigung, da bin ich jetzt gespannt, wie die so sein werden. Wir nähern uns dem Ende. Dann habe ich noch 3 Lippenstifte von L'Oreal mitgenommen und zwar aus dieser neuen Kollektion, die es da jetzt gibt. Und zwar habe ich einen von diesen roten mitgenommen in der Farbe Julianes Pure Red. Also so ein schöner dunkler Rotton. Und dann noch zweimal diese Nude. Einmal die Do's Dance Nude und Eva's Nude. Die beiden gibt es, glaube ich, bei uns nicht.
Bei einem Rot bin ich mir nicht sicher, ob es das bei uns gibt. Da war aber jedenfalls auch das Angebot 3 für 2. Und da ich die L'Oreal Lippenstifte sehr mag, habe ich das jetzt mitgenommen. Da kam einer 6,99 €. Also es war ein bisschen günstiger als bei uns. Darum hat es sich wirklich gelohnt. Und das Letzte, wo ich auch sagen muss, es hat sich wirklich gelohnt. Bei Maybelline, da waren die Artikel auch ein ganzes Stück günstiger als bei uns. Und zwar gab es da auch 3 für 2. Und da habe ich mir 2 von diesen Color Tattoos 24-Stunden-Teil mitgenommen. Einmal in Letter Effect und einmal in diesem normalen Chrom-mäßigen. Das ist zum einen die Farbe Vintage Plum 97. Also das ist so ein schimmeriger lila Grauton. Und einmal die Farbe 35 On Add-On Bronze. Ich meine, die beiden Farben gibt es auch bei uns. Und als Gratisartikel habe ich mir dann für 4,99 €, was ich echt krass finde, weil der kostet bei uns zwischen 10 und 12 Euro, diesen neuen Maybelline Lippenstift Color Elixir Lip Liqueur mitgenommen, in dem knalligsten Pink, was es davon gibt. Hier steht gerade, doch hier, die 110 Hibiscus Heaven. Und ja, also die finde ich richtig krass. So, ich glaube, das war's von meinem London Haul, ja. Also wie gesagt, es war sehr viel von Boots, was ich gekauft habe. Und ich weiß, mein Schatz hat mir noch ein super, super Teilchen im Travel Free gekauft. Das kriege ich aber leider erst zu Weihnachten. Und MAC habe ich leider nirgends gesehen. Ich war auch bei Primark in London, aber da war so viel los. Und wie gesagt, ich hatte halt nicht viel Geld zur Verfügung und deswegen... Ja, ist es halt jetzt halt vieles nur bei Boots abgelaufen, wo ich jetzt mich mit Kosmetik eingedeckt habe, die ich halt hier nicht so bekomme teilweise. Oder die halt hier mir irgendwie zu teuer ist. Entschuldigung, meine Nase läuft gerade extrem. So, das war's dann aber auch jetzt schon für dieses Video. Ich war dann noch einen Tag in Berlin und da werde ich euch jetzt im Nachhinein gleich noch einen Haul drehen. Mal sehen, ob ich das mit dem Licht noch hinkriege. Und ja, da könnt ihr euch freuen. Wenn ich es hinkriege, werde ich ihn vielleicht hier gleich verlinken, dass ihr ihn dann auch sehen könnt. Sicher wird das Video zuerst oben sein, aber vielleicht guckt ihr es ein bisschen später an und dann ist das andere auch schon online. Mal schauen, wie ich das mache. Ich drehe es jetzt jedenfalls gleich im Anschluss. Also, dann wünsche ich euch jetzt was und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Haul. Ciao!